60 Meter? 65? 65, ja, genau. Cool. Also das heißt, wir fahren 100 Meter höher als das Wiener Riesenrad. Ein Wahrzeichen dieser Stadt, Singapur Flyer, einen Steinwurf entfernt vom Fahrerlager. Und das ist auch gut so, gibt uns Gelegenheit, auch hier eine Runde zu drehen. Alex, was hast du bisher von der Stadt gesehen? Was hat dich beeindruckt? Naja, ich habe mein Hotelzimmer gesehen, den Flughafen und das Fahrerlager. Ich habe mir noch nicht viel angeschaut. Und ja, so ist es. Dann hat Alex wahrscheinlich eines nicht gesehen, nämlich eine Insel österreichischer Gastronomiekultur. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, mitten in Singapur, genauer gesagt in Chinatown, mittendrin steht ein typisch österreichisches Würstelstandl. Das ist Chinatown mitten in Singapur. Wahrscheinlich der letzte Ort, wo man einen typisch österreichischen Würstelstand vermuten würde. Das ist Erich Solborg. Seit 11 Jahren reist er durch die Weltgeschichte, sei es als Schiffskoch auf den Weltmeeren oder als Hotelkoch in Asien. Seit 4 Jahren bringt der gebürtige Dresdner den Einwohnern von Singapur österreichische Esskultur näher. Mit der letzten Würstelstandbastion vor dem Äquator. Ja, ich habe mein Rückflugticket verkauft. So, sorry. Ich bin ja Koch von Beruf und ein bisschen in der Welt rumgereist. Und Singapur ist eben der Platz, wo ich jetzt länger geblieben bin. Und da hat sich die Gelegenheit ergeben und ich kann jetzt den Leuten hier endlich einmal anständige Würstel geben. So richtig europäisch, deutsch, österreichische Küche, gell? Erzähl uns, was hast du im Sortiment? Ja, ich habe Käsekreiner, Bratwürstel, Sauerkraut, Leberkäse, mit der Semmel, mit Brezeln, Vollkornbrot, Schwarzbrot, haben wir alles da. Eigentlich alles typisch österreichische Sachen. Wie kommt es an bei der asiatischen Kundschaft? Ist alles original. Ja? Und die Asiaten, die kennen das ganz gern. Weil die haben schon viel gehört von Europa, Österreich, von Kultur und so. Und vom Essen natürlich auch. Und wenn die das richtige Essen kriegen, dann mögen die das. Und die mögen das gern, die Würstel vor allem. Gibt es da nicht Berührungsängste, wenn ein Asiate daherkommt und du ihm eine Käsekreiner kredenzt? Berührungsängste nicht ganz, weil der weiß, dass ich ihm nur Qualität gebe. Deswegen bin ich ja da. Und der weiß, dass ich ein Koch bin, weil ich einen Hut auf habe. Und deswegen vertraut er mir und dann isst er die. Und wenn er die mal gegessen hat, hört er gar nicht mehr auf. Jeden Tag manche schon. Nicht nur mein Kollege Ernst Hausleitner hat sich von der Qualität der Käsekreiner überzeugt. Auch bei den asiatischen Fastfood-Gourmets stehen die Würste made in Austria hoch im Kurs. Das kommt dadurch, dass in Singapur eigentlich viele Völker sind und man kriegt in Singapur alles, von südamerikanisch bis richtig mongolisch, österreichisch bis südafrikanisch, alles. Und dadurch sind die Leute schon ein bisschen daran gewöhnt, dass auch verschiedene Sachen da sind, aber die müssen typisch sein, also wirklich originell und nicht irgendwas zusammengemacht und so, es könnte vielleicht so sein, na, das mögen sie nicht, nur original, ja, und das muss so sein wie in Österreich. Der Formel-1-Nachtpremiere Rechnung tragend hat Erich Solborg seinen Würstelstand themengerecht ausgestattet. Ja, die Leute glauben alle, ich bin plötzlich ein Reifengeschäft geworden. Aber das wirkt sich gut aus. Und zum Teil muss man ja in einem Gewerbe wie im Essensgewerbe immer ein bisschen auch mit Saisonen gehen, mit Promotions und so. Und ich dekoriere eigentlich seit Anfang schon so für Weihnachten, für chinesisches neues Jahr und für so besondere Anlässe. Und das gefällt den Leuten, weil die haben dann noch außer dem Essen noch einen anderen Gesprächspunkt. Und das gefällt ihnen sehr gut, weil da können sie sich unabhängig unterhalten. Ob sie jetzt was kaufen oder nicht, da laufen sie vorbei und da sagen sie, oh, da ist das Autoreifen. Und plötzlich sind die im Gespräch über den Formel 1, der natürlich das über drüber ist momentan in Singapur, weil das hat man ja in Singapur schon lange nicht mehr gesehen. Man hat es ja vor 40 oder 50 Jahren einmal gehabt, ja. Aber es ist schon ein sehr großer Stolzwert für Singapur, dass wir den Formel 1 haben. Und die Leute, die nicht so Kontakt hatten bis jetzt, ja, denen gefällt das sehr gut. Der Würstelstand dient hier also auch als Kommunikationszentrum. Neben dem Essen dürfen aber auch die typisch österreichischen Ausrüstungsgegenstände nicht fehlen. Mein Lieblingsstück. Welcome to Chinatown. Auch wenn Erich Solborg seit über 10 Jahren nicht mehr in Österreich war, der Kontakt zur Heimat ist da, durch seine Gäste. Diese Karten, das ist eigentlich gedacht von meinem Projekt, dass ich jedes Dorf, aus jedem Dorf in Österreich habe ich einen Besucher und dann streiche ich die alle ab. Und das mache ich jetzt schon, seit ich eben da bin und jeden Tag kommen wieder neue Besucher aus irgendeiner Ecke Österreichs vorbei und dann werden die eingezeichnet und verewigt bei mir her.
Ich bin aus Linz. Aus Linz? Da machen wir doch noch gleich ein ganzes Ding. Habe ich extra noch freigehalten, da hier unten irgendwo ein bisschen was zum Momentum malen, gell? Der Würstelstand in Singapur wird sicher noch länger eine Pilgerstätte für die Freunde österreichischer Fastfood-Kultur bleiben. Was kann man machen, was man will? Da bin ich her, da kehr ich hin. Ist das Eis von meiner Seele? Von einem Mädchen im April. Wenn wir es schon vergessen haben. Wo haben wir schon das Seile? Das Seile? Wenn du meinst, wir haben schon ein wenig.